Moin moin liebe Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu Raft. Hallo. Jetzt geht's ab. Guten Morgen. Melle. Ja, du baust definitiv die Farm oben auf. Und dann muss da halt irgendwie ein Raum über dem Raum von dem Beten passieren, weil sonst blöden Möwen kommen und mir mal alles kaputt haben. Also ich soll dir jetzt eine Farm bauen. Später, wenn du dann so weit bist. Aber du bist für die Farm. Alles schaffe ich. Beet und Farm, das ist mir zu viel Arbeit. Ja, aber ich weiß noch nicht mal, wo ich diesen Deckenblock finde. Okay, mach mal deinen Hammer auf. Ja, Hammer ist offen. Okay, und jetzt erstes Bild hier. Ja. Und da das dritte, Decke, Holzboden nennt sich das. Achso, das ist ein Boden, okay. Das ist ein und dann den stabilen. Oder ist es der normale? Ich habe den ganz normalen. Dann du hast den normalen. Okay, genau. Das kostet mich noch Holz. Holz bekommst du. Okay, das ist kein Problem. Mach ich. Na, die Decke gut. Kannst du noch machen, aber obendrauf halt die Häuser nicht. Okay, aber oben drüber willst du, dass ich dann anfange, eine Farm zu bauen? Ja. Ja, für Lamas oder wie heißen die Viecher, wo du immer gerade hier... Sprunghasen. Sprunghasen. Okay, du brauchst Sprunghasen. Ja, das Tier, das ich jetzt mal da finde. Das ist gut, Sprunghasen. Ey, jedes Mal hüpfen da diese komischen Antilopen rum. Die sehen aus wie Hasen. Also, okay, also Sprunghasen aus meiner Sicht. Ein Brett. Okay. So, ich hab's dir zugemacht. Ja. Das genau der wollte. So, und hier oben soll ich jetzt einen Zoo aufmachen, ne? Prinzip. Ja. Der wird aber, guck mal, hier wo ich stehe. Hier. Ja. Das ist der Gang, der uns hier durchs ganze Schiff begleitet. Geht einmal geradeaus. Und der war 3 breit. Also 3, 1, 2, 3. Und dann kommt hier der nächste Raum. Ja. Da ist der Maschinenraum. Und oben drüber kannst du aber auch noch dann eine Farm bauen. So kann ich hier theoretisch? Einen Boden legen. Du kannst einmal oben komplett Boden legen. Okay. Genau. Da muss sogar das Schiff noch breiter werden. Okay, Gegenfrage. Gegenfrage. Ja, ja. Schade, wir haben eine Insel links von uns. Genau, da geht die Story weiter. Oh, nächste Gegenfrage. Okay, nächste Gegenfrage. Melle, viel wichtiger. Ja. Ich habe noch keine Tiere für den Zoo. Den kriegst du ratzfatz auf den großen Inseln. Wenn du... Was machst du jetzt? Meine Batterie ist leer. Dann nimm die aus meinem, wenn du die ganz dringend brauchst, aus meinem Smoothie. Nee, ich brauch die nicht dringend. Mehr aufladen kann ich wahrscheinlich erst später. Genau. Und die Tiere, weiß ich nicht mehr, wie man die fängt, mit irgendeinem Schuss. Wir haben hier den Netzwerfer. Ja, genau. Den. Und ja, Mario, ich hab einen Schweinekopf auf. Ja, den Netzwerfer baue ich erst, wenn ihr da oben das Gehege habt, weil dann können wir auch die Viecher hier einfangen. Ja, weil sonst springen die ja ins Wasser, gell? Okay, also es ist meine Aufgabe, jetzt da oben ein Gehege zu bauen. Und ich habe, das wollte ich nur noch mal erwähnen, ganz laut und ganz einfach, ich habe keine Ahnung, wie so ein Gehege hier aussehen soll. Das ist deiner Fantasie völlig überlassen, ob das ein Dach hat, ob kein Dach hat. Ja, aber auf jeden Fall brauchst du einen Zaun. Rum, weil die springt ja nämlich. Okay, genau. Aber so ein Zaun, wie sieht der aus? Muss das eine Wand sein oder muss es ein Bauteil sein, das Zaun heißt? Oder? Das kann auch eine Wand sein, wie auch richtiger Stall aussehen. Du musst nur Wiesen mit reinbauen, Sprinkleranlage, damit die eigentlich sich selbst verpflegen. Genau, du brauchst Wiesen da oben, deswegen brauchst du Dreck. Und das hast du in dieser Gruselkiste schon 12 Stück drin. Ja.
Und wir landen aber jetzt gleich an unserer zweiten Geschichte. Das Schiff da vorne. Ach, Holz, Holz, Holz. Und dann werde ich jetzt da den Anker, glaube ich. Aber warte mal. Meine Holzkiste. Warte mal, halt. Ja. Ziehen wir nochmal durch. Oh ja, jetzt drehe ich. Oh Mann. Also dieser Schweinskopf sieht ein kleines bisschen aus wie ein Motorradhelm, wenn ich nicht richtig gut hingucke. Ja. Oder Witz? Ach so, ja, Igel. Sorry, weil die waren jetzt am Quatschen gewesen. Ja, ich habe da jetzt schon Müll reingeworfen. Du kannst aber nicht alles reinwerfen. Und nein, ich glaube, der muss erst voll sein, also komplett voll sein, bevor was rauskommt. Also dauert noch ein bisschen. Mädels? Ja. Wollen wir das, also rein zufällig wollen wir das Schiff wechseln. Das andere sieht viel cooler aus. Welches? Schön wär's, ne? Das da. Das da. Vor allem, das ist ein richtiges Schiff. Unseres wird nie so aussehen, weil wir die Bauteile dafür gar nicht. Nee, korrekt. Wollen wir wechseln? Ich bin dafür. Ciao. War super. Ein Motorradhelm. So, warte mal, ich glaube. Ich habe einen Schweinskopf, nicht einen Motorradhelm. Aber es sieht von weitem so aus. Ist ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich aussehe. Mega. Kann man sich irgendwo selber ansehen? Perspektivenwechsel, wie war denn das? Ging doch irgendwie. Ich habe es auch noch nicht rausgefunden. Oh, das geht irgendwie. Lange her. Also egal, was ich drücke, sehe. Nee, ups. Ja, also ich habe jetzt eine Muschel reingepackt, ein bisschen Schrott reingepackt, also das konnte ich jetzt reinhauen. Aber ich kann ja zum Beispiel keinen einfachen Grill reinhauen oder einfacher Reiniger, das nimmt er mir nicht an. Heilkopf hat er mir auch nicht angenommen. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel hier den Stein, warte, probieren wir mal aus. Da, den Stein kann ich reinpacken. Und ich denke mal, wenn das voll ist, dann kriege ich, glaube ich, da unten irgendwas. Gleich so wichtige Sachen, weißt du? Stein ist doch nicht wichtig. Wir haben ganz viel Stein. Auf Komma. Komma, Komma. Ah, oh, Komma. Siehst du? Komma. Komma, Komma. Komma, Komma. Auf Komma. Auf Komma kannst du die. Auf Komma kann man sich selber angucken. Also. Ah, jetzt. Ich bin der Puff Puff. Das sieht doch gar nicht aus wie. Doch von weitem. Von weit. Ja, aber komm, Melle, das sieht doch nicht aus wie ein Motorradhelm. Von aber weitem locker. Schon. Aber von sehr weit weg. Ja. Trägst du deine Brille gerade? Ja. Vielleicht. Okay, lieber okay. Möchtest du mit mir die neue Yacht besteigen? Nee. Ich will lieber was anderes besteigen. Man macht die Wallen aus, ich versaufe auf dem Schiff. Ja, okay, ich lege meine Flossen kurz da dran. Ja. Weil ich glaube, da drin könnte ich deine Hilfe sehr gut gebrauchen. Achso, warte mal, ich brauche. Nee, habe ich einen zweiten Speer. Ich mach das, was ihr wollt. Hey, Tobi. Danke für den Raid. Na ja, mal gucken. Oh, hey, komm, du hast dich mit Melone liegen lassen hier, du. Ja, mach das. Ach nee, da geht's rein hinten, ne? Also hinten willst du rein. Oh. Ja, ich such gerade den Hintereingang, ja. Oh, was ist das? Sind das? Mechanisches Teil aufnehmen. Oh, okay. Jetzt aber. Ja, jetzt geht's aber rund hier, wa? Als Schreiter kannst du keine 2 Minuten allein lassen. Warum? Ja. Erst was machst du, ist nach dem Hintereingang suchen und dann mechanische Teile oder sonst was entdecken. Ja, warte mal ganz kurz, eine Stirnlampe, stimmt. Die wäre ganz praktisch. Wo war die da? Eine einfache Batterie. Ja, komm, lass uns doch mal kurz zurück eine Stirnlampe bauen. Bin ich schon drin? Bringst du 2 mit? Ja, ich guck, dass ich 2 mitkriege. Es könnte sein dumm. Ich gehe so lange in den Pool, ne? Ja, ja. Beschäftige dich mal. Ich beschäftige mich mal, ne? Ja. Okay.
Dann hol ich auch gleich noch was zu trinken für mich. Ja? Okay. Habe ich hier wieder super vergessen. Unmöglich. Mechanische Teile, überall. Mal aber schnell was. Oh, essen. Ich habe Patronen. Wie ich vermutet habe, ist die Crew völlig inkompetent. Jetzt behaupten sie, dass Ratten innerhalb weniger Wochen die Hälfte unserer Vorräte gefressen haben. Ich habe ihnen erhöhte Ration versprochen, wenn sie mir einen dieser lächerlichen Schmarotzer lebend bringen könnten. Natürlich muss die Nahrungsmittelknappheit in den Griff bekommen werden. Heute Abend diskutieren wir, welche Mitarbeiter am besten für eine Kündigung geeignet sind. Sagte Olaf. Wer auch immer dieser Olaf ist. Okay, ich habe zwei Stirnlampen dabei. Das hat es euch auch angezeigt, oder? Ja. Den Chat. Okay, ja. Gut. Gut, okay. Dann fühle ich mich so schlecht, wenn ich das einfach so vorlese. Mhm. Also ich habe mich jetzt selber beschäftigt. Ich würde mich weiter selber beschäftigen. Mach das. Ich komme jetzt auch. Diese Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Ah. Okay. Gut, Stoff aufnehmen. Okay, das haben wir genug. Okay, ich denke mal, der ist hier rein. Gehe ich mal von aus. Nee, der ist, glaube ich, nicht hier rein. Ich bin oben rein. Also ich bin von diesem Erdgeschoss aus eins höher gehüpft. So, ich bin unten drunter. Maschinenraum. Ja, warte, ich komme gerade eins runter. Ah ja, okay, dann warte ich dort am Eingang. Ich bin am Pool, auf der Poolhöhe. Nee, warte, ich gehe nochmal eins runter. Ah ja, da bist du. Okay, hi. Gut, hallo. Dann schmeiße ich dir deine Stirnlampe hin. Wie benutze ich die? Wie der Kopf. Ah, okay. Wie der Kopf. Na wie, der Kopf. Du musst bloß den Kopf einschalten. Nur den Kopf. Ja, wir lassen den Imp mal vorlaufen. Okay, das Opfer geht vor. Lass mich nur kurz was essen. Okay, jetzt gehe ich vor. So. Maschinenraum. Ah, schade, okay. Ich habe hier so einen Schalter benutzt. Das ist gut, ne? Macht Licht. Oh, der macht Schrott Licht? Offen. Echt? Wurde das nicht gerade hell? Brechstange aufheben. Brechstange, das ist ja cool. Aufnahmegerät. Das sind so Quest-Dinger. Ah, ich habe von Captain gehört, dass sie auf einen Lüber. Ich kann nur hoffen, dass du zur Besinnung kommst und es folgst. Du wusstest, dass die Stadt ein Misserfolg war, Ruben. Warum musst du immer ich hab's nicht gelesen. Das war zu schnell, ne? Ja, das war wirklich zu schnell. Das hat aber Hanne gesagt. Also Hanne redet mit irgendeinem Ruben. Da ist ein Hund, da ist ein Hund! Gute Ratte. Komm mal her. Hast du deinen Speer? Ups. Was ist das? Das ist eine Ratte. Aber es gibt Rattenfleisch. Jim, mach das weg. Geh weg. Das ist ein Scheiß. Mach das weg. Ja, komm, das war voll in meinem Gesicht. Mach das weg. Ey, hast du einen Bolzenschneider? Ich? Nee. Braucht ihr das? Ja, wahrscheinlich. Ja, wenn wir woanders finden. Hier liegt ein Steak mit Marmelade. Ah. Schatzi, denkst du dran, auch wieder ganz, ganz oben zu gucken? Irgendwo war doch auch versteckte Hinweise oder sowas. Ja, hier sind so einige drauf. Strider. Ja. Hier liegt ein Steak mit Marmelade. Nimm es. Ja, lecker.
Bist du schon wieder voll, oder was? Ich bin voll. Ja, was soll ich machen? Gott, jetzt schon. Du hast noch gar nichts gemacht. Ey, ich gucke mir nach den Rucksack. Ey, was soll ich machen? Soll ich zurückgehen kurz? Ja, dann geh du kurz zurück. Ja, aber dann renn du mir nicht weg, ne? Werde mich bemühen. Denk dran, ich war im Obergeschoss im Pool. Da war ja, ja auch Zeug. Ja, hier haben wir ganz viele Etagen vor uns. Ist ja Tag. Ich dachte, es wäre Nacht. Wo finden wir das mal? War das irgendeine Werkstatt mit den Kleidern? Mit was? Willst du den Rucksack herstellen? Haben wir das den Rucksack, im Inventar gemacht? Nee, im Rucksack kannst du noch nicht herstellen. Der muss noch erst erforscht werden. Hm. Da fehlt uns noch die Wolle, dafür brauchen wir jetzt langsam die Tiere. Oh, wir müssen auch bald mit dem Lager anfangen, hä? Oh. Mit der Schmiede. Das machst du, oder? Ja, hier unten baue ich und du baust. Ich finde es super, dass ihr entschieden habt, dass ich da irgendwas baue. Ich habe keine Ahnung, was ich bauen soll. Das schaffst du schon, Schnuppi. Ja schon, aber ich weiß nicht, was ich bauen soll. Verstehst du das Problem? Das schaffst du schon, Schnucki. Das erste Mal wusste ich nicht, aber die Tiere müssen eingesperrt werden, sonst plumpsen sie nämlich ins Wasser. Also erstmal einen Zaun drumrum und dann... Ja gut, irgendwie so Mauern oder sonst was könnte ich dir schon bauen, aber ich weiß nicht, ob die dir... Wie jetzt einen Schlüssel? Also gut. Dann machen wir es so. Ich baue die Stelle, aber du versorgst die Viecher. Wenn du mir sagst, wie ich das mache, dann ja. Okay, gerne. Dann machen wir es. Schade, du hast gerade einen Schlüssel aufgehoben, oder? Ich habe gerade einen Schlüssel mitgenommen, ja. Okay. Einen roten. Gibt es da noch einen anderen Eingang oder muss ich hinten rein? Du musst hinten rein, ja. Das ist blöd. Na gut. Ja, die Vordertür lässt dieses Gefährt nicht zu. Ich wollte weiter anwenden. Wollte ich. Und. Wo Action. Bist du? Ah, da rein. Müsstest mich gleich sehen hier. Oh, guck mal, ich wackel mit dem Kopf. Aha. Hallo. Der dunkle Schatten in der Tür. Genau. So, hier brauchen wir einen blauen Schlüssel. Den haben wir noch nicht. Wir haben den roten. Genau, den roten habe ich gerade hier im Badezimmer gefunden. Warst du hier schon drin? Ja, da war ich schon drin, genau. Okay. So, dann geht's mal hier weiter. Warte. Ah, komm, nee. Ganz schön viel Kunststoff. Gastank. Hm. Ich habe hier einen Hinweis. Okay. Oben. Die Yacht ist für diese Reise schlecht vorbereitet. Olaf, lies die... Lies Platz. Ich habe es nicht gelesen. Die Flaschen finden sich hier... Oh Gott, ist es schnell. Also darf das hier Olaf ja zumindest praktisch verleiht. Trotzdem brechen sie alles als das Kreuzfahrt. Damit das Ruhm, ich hätte nicht gehen sollen. Warum ist es so schnell? Du bist eigentlich schon schneller Leser, aber das ist Wahnsinn, du. Leck mich am Arsch. Wer sollte so schnell lesen? Und sag mal, Mario, für wen hast du die Flasche Wein geholt gehabt? Mario, ich brauch den Wein. Ich kann es noch nicht lesen. Okay. Ich habe letzte Nacht eine große Ratte gesehen. Erschreckend groß. Ich habe versucht, der Crew zu sagen, dass wir offensichtlich einen Befall und... What the fuck? Sie lacht mich aus. Ich vermisse dich, Ruben. Warum war der Text jetzt doppelt und dann aber... Oh, guck mal, hier kann man so Zeug anlegen. Genau, hier, guck mal, hier eine elektrische Leitung, Anzünder, Gastank und Kugel. Ich glaube, die Sachen müssen wir alle sammeln und dann können wir damit was basteln oder so. Okay. Warte, ich höre was. Das, guck mal, hier ist ein elektrisches Teil oder mechanisches Teil. Dann haben wir schon zwei und fünf brauchen wir. Ja, ich habe auch noch mal ein paar eingesammelt. Ja.
glaube, das ist da irgendwo. Ja, genau, da unter T ist es zu sehen, was wir haben. 4 mechanische Teile haben wir. Genau. T, sagst du? T, ja. Ah ja, da, okay. Gut, dann gehen wir, glaube ich... Ah. Nee, warte mal, uns fehlt der blaue Schlüssel noch, ne? Jetzt kommen wir gar nicht in die Treppen rein. Er muss irgendwo noch hingehen. Ja, oder wir müssen da, wo du hochgesprungen bist. Ja, ich war oben nicht ganz fertig, glaube ich. Ja, weil hier war jetzt kein Schlüssel, also habe ich nicht gesehen. Außer du hast die im Bad vergessen. Im Bad hing nur der rote. Ich guck nochmal da hinten. Okay. Ich, ja, ich vertraue dir. Ja. Da hängt nichts. Was ist das? Ne, also da ist kein blauer Schlüssel. Haben wir da drin was vergessen? Mal. Also diese komischen Story-Nachrichten vorzulesen, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Na, das brauchst du auch nicht, weil die reden ja eigentlich auch selber. Ja, aber die reden auf Englisch. Englisch. Die reden auf Englisch, ja. Alle, die nicht Englisch können, die müssen es halt ablesen, so wie ich. Ah, ich habe es gerade nochmal ein Stockwerk hochgeschafft. Okay. Verschlossen. Also du bist wieder beim Pool oben, ne? Verschlossen. Die Wellen sind echt mega. Verschlossen. Wir haben jetzt auch eine Trinkekiste überm Essen. Im ersten Raum den Schrank öffnen kann? Warte, echt? Oben, mach mal auf, weil hier oben ist alles zu. Ja, ich lauf nochmal. Ja, run. Oh, ich bin nochmal ein Stockwerk hoch. Hups. Ah, du schon wieder. Hau ab. Wer du? Oh, die Ratte. Ja, du. So, die respawn? Ja, die respawnen. Ja, genau. Du, warum macht sie das? Ja, das frage ich mich auch mal. Das gar nicht. Den Ringelschwanz. Ein Bolzenschneider. Ah, doch, wir haben den Bolzenschneider hergefunden. Stimmt. Den haben wir, ja. Und da ist auch der blaue Schlüssel drin. Ah, Hinweis aufgenommen. Der Captain beschwert sich ständig über meine Route. Wenn er es noch einmal tut, wird er gerügt, sagte Olaf. Die Besatzung hört doch meine Befehle. Ich bin schockiert über ihre undisziplinierte Art. Irgendwie glauben sie, dass Rang und Prestige mit festem Blatt verschwanden. Nein, sie dürfen sich nicht unter meine geschützten Gäste geschätzen. Und weitere Rationen werden ihnen bestimmt nicht zugestanden. Sie sollten dankbar sein. Ich bin der einzige Grund, warum sie am Leben sind. Okay, also ich habe jetzt die blaue Tür, habe ich geöffnet. Ja. Jetzt oben, ein Stockwerk höher. Ja, dann komme ich nochmal ein Stockwerk runter. Ich guck mal, nee, da ist der Pool. Ich bin ein paar Stockwerke höher. Nee, warte mal, achso. Ja, offenbar ist hier der Pool. Also Erdbeeren sind neu. Ich bin 2 über dem Pool, glaube ich, gerade. Ach Gott, gleich so weit. Warte mal. Ich bin auf so einem Frachtdeck über dem Pool. Warte mal. Irgendwie hier muss ja der Pool. Hä? Ich hab doch irgendwo der Pool. Warte, hinten. Ist der. Warte mal, ist der Pool hinten? Er ist hinten. Oh, okay, warte. Komm runter. Pool. Ja, ich bin bei dir. Ah, okay, dann da rein, genau. Ah, hi. Ja, aber hier drin war ich schon. Hier waren mechanische Teile. Hier hast du alles eingesammelt. Okay, super. Nicht alles, aber ein bisschen. Na, dann geht's hier mal weiter. Lass uns hier mal weiter schnüffeln. Ja, hier unten drin war ich nicht. Ich war oben. Muss ich ganz ehrlich zugeben, oben war. Warum ist man auch die Stirnlampe geht interessanter, wenn man so will. Das war das damals auch schon so? Also doof. Das war jetzt aber noch nicht lang. Jetzt wird's dunkel. Dunkel in der Schlafhöhle.
Da ist doch die Lampe. Benutze sie. Die ist aber kaputt. Eben, meine Stirnlampe ist gerade kaputt gegangen. Oh. Hinweis. Hanne sagt, was weiß das? Du kannst sie doch nicht... Blablabla. Hanne, du wurdest geholt, um den Motor am Laufen zu halten. Oh Gott, was machst du damit? Raus, mach deine Arbeit. Okay, ohne Stirnlampe ist das hier echt dunkel. Mehr Hinweis habe ich gerade nicht für euch, sorry. So. Siehst du meinen Lichtkegel? Oder? Dein Lichtkegel sehe ich, ja. Okay. Hast du gerade getrunken? Prost. Nee, das ist irgendwie, das hört man von Melle da hinten. Ja, ich habe getrunken. Oh, okay. Und ich habe gegossen. Ratte. Gut. Okay. Meine Lampe ist ausgefallen in dem Moment. Ja. Benötigt einmal vierstelliger Code. Guck mal, hier ist ein Safe. Ich glaube, wir müssen erstmal nochmal zurück. Nochmal eine neue Stirnlampe bauen. Ich sehe hier so gut wie gar nichts. Mario, ich gebe mir Mühe, tatsächlich. Es ist. Ich kann nur eine stereotypische Frau und ich kann nur einen stereotypischen Mann. Und Olaf und Hanne und es wechselt mir zu schnell. Tatsächlich, der Text ist manchmal echt schneller, als man denkt. Ja. Vor allem, wenn man nicht drauf vorbereitet ist. Wo bist du, Schreiter, jetzt? Ich bin jetzt nochmal zurück zum Schiff. Will ich nochmal eine neue Stirnlampe. Kriegst mir eine mit, ne? Ja, aber tatsächlich ist sowieso die Folge für heute beendet. Nein, ich bin noch... Nein! Doch! Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao. Tschüss!